mir nicht gefallen lasse, dass du sagst, meine Mutter würde ihre Beine breit machen. Wer Ich hat lasse dir es mir erst recht nicht gefallen, dass du mir Sohn sagst. Ich gehe auch mit älteren Männern los. Ich habe die Videos gesehen. Die waren alle kleiner als du. Alle Ja, jünger. weil die mich mal zuerst angreifen. Das musst du doch denken. Ich lasse mir sowas gar nicht gefallen. Halt groß oder klein. Da war so ein Dunkelhäutiger. Du hast Nee. Ich war Gypsy auch dabei. Die kann. Er ist ganz bestimmt nicht von alleine ohne Grund auf die Doch ist Schule er. gegangen. Den Geschichtsstein, da kennst du nicht. Weil ich kenne ihn aus meiner Maßnahme, aus dem Gastronomiebereich. Wir gehen in derselben Klasse und sogar in derselben Schule und der verfolgt mich schon seit, nicht heute, also wir haben schon längst geklärt, aber seitdem an hat er mich immer verfolgt. Ich habe aber Audios von dir gehört und Videos und Okay, von Sprachnachrichten. dem gab es ja auch voll viele Audios. Ja, und ich habe gehört, wie du sagst, scheiß Flüchtlinge, dies, das. Nein, ich sage das nur an Leuten, die über meine über meine Deutschkenntnisse nur schlecht urteilen. Nur zu diesen Leuten sage ich mal, du Flüchtling oder so. Aber ansonsten sage ich es nicht. Aber warte mal, trotzdem. Keine Sorge, Leute, ich habe kein Corona. Mein Hals ist trocken. Auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen wollte, über dieses Thema so. Natürlich sollte man das ja nicht sagen. Ich weiß, aber über mein Deutsch sollte man auch nicht schlecht reden, weil es gibt so viele Leute, die wie ich Probleme bei Deutschkenntnis haben. Ich meine, das ist ja auch verständlich. Selbst ich versuche mich ja mit einem Person mich zu unterhalten, der halt krass mit kaputtem Deutsch versucht, irgendetwas zu erklären. Selbst das Ja, habe aber ich verstanden, was er damit meinte. erkläre dir jetzt was, ja? Wir wissen alle, du kannst nicht perfekt Deutsch. Ist so. Ja. Akzeptiere das. Und es ist kein Problem, wenn du kein Deutsch kannst. Darüber sagen wir nichts. Aber es macht es zu einem Problem, wenn du sagst, du kannst dich artikulieren, du kannst perfekt Deutsch, aber kannst es nicht. Deswegen regen Ich sich habe alle aber nur auf. Grammatikfehler. Ich kann Deutsch. Ja. Ich habe nur Grammatikfehler. Du kannst zwar dich mit uns verstehen, wir können verstehen Deutsch, aber trotzdem kannst du dich nicht gut artikulieren. Ja, okay, das ist ja Safi, aber trotzdem kann Ja, ich ja gut genau. Und Deutsch. guck, fertig. Du sagst ja, okay, du hast es Ja. gerade zugegeben und fährt, dann würde keiner Stress machen. Keiner macht Stress. Ich auch Aber nicht. trotzdem gibt es kein Javi oder andere Leute, die über mein Deutsch reden, obwohl ich immer wieder sage, ich kenne meine Fehler, ich weiß, dass ich Probleme habe. Trotzdem machen die sich darüber lustig. Und was Ja, habe ich jetzt davon? die machen sich drüber lustig, weil du sagst, am Anfang hast du gesagt, ich kann mich so gut artikulieren, Bitch, ich kann mich besser artikulieren als du. Ja, nee, ich meine halt damit, dass ich halt gewisse nee, wie sagt man das? Konversation. Konflikt oder, hä? Ach so, Konflikte. Konflikt oder Konversation oder sonst was. Also diese Diskussion halt gut ausführen kann, das meine ich halt damit. Aber ja, gut, ich kann kein Deutsch, ich weiß, aber ich habe halt nur Grammatikfehler halt. Ich Steh habe dazu. mal eine kurze Frage an Queen Drama. Und zwar, du hast auch gemeint gehabt, dass bei eurem Test, da unten der Hauptwache, dass Martina auch mit angegriffen hat. Ja, hat sie. Also da, wo ich ihr Haare gezogen habe und so, kam sie von hinten, hat sie meinen Arsch gekickt und so, wollte auch sogar meine Perücke ziehen. Gott sei Dank hatte ich so einen Kumpel, der heißt Niemand, so ein Dunkelhäutiger, der war auch in diesem Video drauf, genau. Und also ich habe es halt so ein bisschen gesehen von von den ganzen Zensierungen von Pumping, was aber leider rausgenommen wurde, dass halt Niemand halt diese Martina zurückgezogen hat, immer wieder, um zu sagen, halt, guck mal, lass sie doch eins gegen eins machen und so. Ja. Was sagst du zu Emine? Stimmt das? Also gegen Martina kann ich nichts sagen und will ich nichts sagen. Sie war meine beste Freundin. Und sie hat schon versucht, dazwischen zu gehen. Also ich kann es jetzt nicht verneinen, auch wenn man es auf dem Video nicht sieht. Sie hat es versucht. Sie wollte mir beistehen, aber keine Ahnung. Es wird halt, glaube ich, alles rausgeschnitten. Also sagst du auch, dass auf jeden Fall, dass ihr dann 2 gegen 1 wart, oder sagst du, ey, ich habe alleine gegen Burak gekämpft? Nein, das war auf jeden Fall nicht 2 gegen 1. Weil Doch, das Martina war war. 2 gegen 1. Bei Nein, Diskussion war nein. es 2 gegen 1, bei Fight war es 1 gegen 1. Bei der Diskussion war es 2 gegen 1, weil Martina Genau. danach. Aber bei der Genau. Schlägerei, Martina war, Genau, wenn das war dann, ja 1 gegen 1, 2 genau. Sekunden war sie da. Genau, ja. Und wie habt ihr euch dann, also habt ihr euch überhaupt vertragen danach oder habt ihr gesagt, ey, also, Das weil. war später erst. Es war so eine Nacht gewesen, da war ich in der Bushaltestelle und ich musste halt irgendwo hingehen. Ich weiß auch nicht, an dem Tag hat sie mich dann halt spontan angerufen, hat sie dann gesagt, wegen dieser Polizeisache, weißt du, ich habe die auch angezeigt wegen Morddrohung und so. Hat sie gesagt, komm, lass uns vertragen, ich habe auch keinen Bock auf Stress mit Polizisten, siehst das und so. Ich wollte ja eigentlich mich auch vertragen, also ich hatte auch wirklich kein Problem mit ihr. Da habe ich gesagt, ja, okay und so, aber Anzeige wird bleiben und so. Hat sie gesagt, ja, okay.
So war das dann im Endeffekt. Also es war nachgelesen. Also ich sage euch ganz ehrlich, am Ende du hast mich zwar angezeigt wegen Morddrohung und so. Mhm. Alles schön und gut. Aber im Endeffekt hast du mich rumgeschleudert. Und wenn ich dich dafür anzeige, bringt dir deine Anzeige gar nichts. Ein Scheiß bringt es dir. Aber im Vergleich zu Morddrohung ist ein Gewaltdrohung viel schlimmer. Also Morddrohung ist 1000-mal viel schlimmer, weil du könntest dafür in den Knast landen. Und dafür, weil ich dich geschlagen habe. Und dafür, weil ich dich geschlagen habe, haben die gesagt, dass du nicht in den Knast kommst, dass du wahrscheinlich Bußgeld oder so zahlen müsstest. Ja, aber wie wir alle sehen, lebst du noch, oder? Was hast du damit zu tun? Ja, also. Dann ist die Morddrohung doch schon gegessen. Du lebst noch. Fertig. Aber du trotzdem. Ja, selbst ein Frankfurt-Verbot und so. Ich denke mir so, wer seid ihr dann, dass mir den Frankfurt-Verbot gibt? Aber ich bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen und groß geworden. Schön für dich, aber ich habe dir nicht dieses Frankfurt-Verbot gegeben. Das haben die anderen Jungs gegeben. Ja, und du warst aber Mitläuferin. Du warst genau dasselbe gewesen. Im selben Niveau. Ich war diejenige, die mit dir live war, aber die Jungs haben mein Handy genommen und haben es von alleine gesagt. Also, Emine, kannst du mir erzählen, was alles mit dem Live zu tun hat? Nach der Schlägerei war ich ja, wie gesagt, mit Pumping, Zeil. Danach sind wir aus Zeil rausgegangen, weil wir Videos fertig gedreht haben. Pumping und ich haben dann noch alleine Video gedreht, Asado-Video. Und dann waren wir halt vor Zeil. Und du weißt ja, Zeil ist immer voll. Mhm. Dann waren halt alle Leute da. Und alle sagen so, hey, Burak ist live und so, gehen wir auch rein. Und dann war ich halt mit Burak live auf Insta. Und keine Ahnung, dann haben Leute mein Handy genommen, haben es weggezogen, haben gesagt, ey, Burak, du hast Frankfurt-Verbot und so, ich will dich nie wieder sehen, wir ficken dich und so. Und so. Aber dafür kann ich ja nichts. Dafür haben die sogar noch alle meine Mutter beleidigt, das war auch nochmal so ein Ding. Ja, schön, aber da musst du mir nicht die Schuld geben, das ist deine Sache. Du hast mitgemacht, ganz einfach. Ich habe gesagt, Junge, jetzt siehst du, was du davon hast. Aber ich habe keinen auf dich gehetzt. Warum soll ich denn davon was haben, wenn du zuerst anfängst und zugleich dich mit mir anlegen tust und vor allem du schon davor sagst, mit einem breiten Typen, du bist ein Mann, du bist was weiß ich, dann weiß man doch schon in den klaren Kopf, okay, ich lege mich nicht mit diesen Personen an. Aber das hast du genau getan. Weißt du, warum ich professionell mit dir in einen Boxring möchte? Damit du und ich gleiche Chancen haben. Du kannst mich nicht rumschleudern. Wir können uns nur Fäuste geben. Oh, Ansage. Ja, aber da würdest du doch trotzdem fliegen. Selbst da, wo du stockdünn bist. Was wird deinen Sinn machen? Warum sollte ich da fliegen, Bruder? Du bekommst Fäuste in deine Fresse. Ich bekomme Fäuste in meine Fresse, wenn du schlagen kannst. Und fertig. Okay. Da bringt dir dein Gewicht aber auf. Warum sollte ich denn mit dir in den Boxring reingehen, wo wir alle schon wissen, dass du sowieso schon Emine Airlines bist? Warum sollte ich denn in so einen Boxring reingehen? Jetzt mal ernst. Wenn du doch schon ohne dass ich gegen dich schießen möchte, aber das ist doch einfach so. Jeder weiß auch, dass du geschleudert wurdest. Ja, weil du nur meine Haare gezogen hast, Digga. Ja, und du hast auch meine Haare gezogen. Meine Perücke ist wahr. Würde ich über 100 Kilo wiegen, könnte ich auch ein 45 Kilogramm schleudern. Aber du warst noch nicht klein gewesen, du warst 19 Jahre alt. Und das ich war 20. Das ist mein Alter. Wir reden hier vom Gewicht. Genau, du bist aber kein Kind. Damit will ich hinausgehen. Du bist kein Kind. Aber guck mal, Bruder, du musst so verstehen, Emine hat ist ein Körper, also Emine, du weißt, wie klein Emine und dünn ist, weißt du, was ich meine? Also, ich sag dir, aber die ist stark, die ist immer wieder aufgestanden. Davon will ich hinausgehen. Guck mal, die hat ja ein Statement abgegeben. Die hat ja gesagt, jede andere Mädchen würde schon längst platt am Boden liegen. Aber die ist immer wieder aufgestanden. Das ist der Unterschied. Das hat was mit Ehre zu tun, nicht mit Stärke, das hat mit Ehre zu tun, weißt du? Ja, okay, Tamzia Asafi, was soll ich jetzt machen? Ich meine ja zum Beispiel, Emine hat zu dir gesagt, guck mal, Emine gibt sogar eine Chance, hat gesagt, komm, lass Ring einsteigen, weil das Ring ist... Aber warum? Ring hat ja mit... Aber für solche Menschen mache ich mich nicht dreckig. Warum? Nein. Damit du nicht mehr so eine große Fresse hast und hier im Internet... Ich habe Fresse gegen jeden motherfucking Sippen da draußen. Ja. Zugleich auch Bitches. Okay, warte. Du hast gegen jeden eine große Fresse? Habe ich. Aber ich dachte, du bist, ich bin Queen Drama, ich kämpfe für Menschenrechte, ich kämpfe gegen Mobbing. Ja, gegen Mobbing, ganz genau, gegen Mobbing. Was machst du aber gerade mit deinen Beleidigungen und mit deiner großen Fresse? Mit wem habe ich beleidigt? Wen habe ich jetzt beleidigt? Du hast doch gerade selber zugegeben, dass du eine große Fresse hast, aber hilft das dann gegen Mobbing? Du bist doch dann der Täter und nicht das Opfer. Hey, wie meinst du das Täter und Opfer? Alter, was ist das? Ja. Was?
Wenn du für Menschen... Alter, mein Deutsch kackt schon ab, weil ich zu viel mit dir rede. Junge. Mein Deutsch ist einfach so schlecht wegen dir. Hey, warte, mein Gehirn. Du sagst... Ja. Menschenrechte, ja? Du sagst, du bist gegen Mobbing. Aber wenn du eine große Fresse hast und Stress suchst bei allen Leuten, dann bist du ja für Mobbing. Weil warte mal, warum suche ich für Stress? Ich suche ja keinen Stress, die suchen ja bei mir Stress. Und was würde eine schlaue Person machen? Da rein, da raus, ciao. Ja genau, wenn ich gekickt, angespuckt, beschimpft werde, ich soll einfach ignorieren. Denkst du, das ist normal? Aber du wirst ja nicht grundlos angespuckt, getreten oder geschlagen. Das ist aber eben grundlos. Weil jeder weiß, dass ich nicht zuerst angefangen habe. Ich war sachlich gegenüber zu dir. Hör mal zu, ich mache auch meinen Mund auf. Ich sage auch meine Meinung. Ich habe auch eine große Fresse. Aber ich sage das den Leuten ins Gesicht. Erstens das. Ich würde es auch im Gesicht sagen. Zweitens mache ich keine Screenshots von Chats und poste es in meiner Story. Ja, das war früher. Und drittens, wenn ich ein Problem mit der Person habe, dann versuche ich nicht, irgendwelche Leute auf die Person zu hetzen oder diese Person schlecht darzustellen, sondern ich gehe einfach zu dieser Person, wie ich zu dir gegangen bin vor meiner Zeit. Ja, mit deiner Jungs, ne? Mit deiner Jungs, ganz genau. Ich bin alleine gekommen. Weil du keine Eier hattest, alleine gegen mich anzutreten. Du bist mit deiner Jungs gekommen. Zugleich ist Arafa mit reingekommen, hat den Jungs beauftragt, dass dieser eine Ballon oder was weiß ich, auf mich geschlagen wird, damit er das aufnehmen kann. Was Arfa mit anderen Jungs besprochen hat, ist eine Sache. Ich war da nicht dabei. Ich stand du warst dann, dabei. Ich habe dich gesehen. Aber ich habe nicht mitgeredet. Doch, hast du. Aber du hast mitgelacht. Und das zeigt Arfa auch sogar schon, gesagt, dass du nicht allein... Sei mal leise, Junge. Arfa hat zu mir gesagt, ey, Emine, guck mal, ich mach dies und das. Ich sag den Jungs so und so. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht gesagt, ja, mach das. Ich habe nicht gesagt, nein, mach das nicht. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur zugeguckt und fertig. Heißt nicht, dass ich ein Mitläufer bin. Ich habe einfach nur zugeguckt. Warum soll ich mich dann hättest du gesagt, ja, mach das nicht. Warum? Warum denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch Cybermobbing. Du hast da noch meine Mutter beleidigt in dem Moment. Du hast mich zuerst beleidigt, danach habe ich dich beleidigt. Ganz einfach. Verwechseln wir bitte nicht den Thema. Wir waren zusammen in Instagram.